Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich teste Tests. Diesmal auf die Gefahr hin, dass ich wieder einen Test mache, der wahrscheinlich viel zu kurz ist und keine Aussagekraft hat, versuche ich den Musik-Omat zu machen von dieser. Gerade eben, als ich die Seite im Twitter aufgerufen habe, hat sich meine Virensoftware gemeldet. Allerdings sagen andere Webseiten, dass dieser safe ist. Ich weiß nicht. Also vielleicht nicht nachmachen. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall, werde ich nicht bezahlt, um Werbung für die Seite zu machen. Ja. Was in der Werbung stand von dem Tweet, den ich angeklickt habe, ist, dass der Musik-O-Mat mir sagt, mit welchem Musikgeschmack, mit welcher Partei mein Musikgeschmack übereinstimmt. Da bin ich mal sehr gespannt. Okay, hoffen wir mal, dass nicht allzu viel Copyright-Musik hier drin ist in dem Test, sondern es sich mehr so um Fragen handelt, die man beantworten kann, denn ansonsten wird am Ende das Video Copyright geclaimed oder so. Okay, schauen wir mal. Starten wir mit den Klassen. Welcher darf in keiner Musiksammlung fehlen? Freiheit, Don't Stop Believing, Respect, Imagine oder Maggie May von Rod Stewart. Letzteres kenne ich nicht. Ich spiele die mal alle nicht an, weil am Ende, ich würde mal sagen, von den Liedern hier, ich meine, Imagine ist ein toller Song, aber wie oft hört man den? Respect kann ich öfter hören, also der am ehesten, würde ich sagen. Ice Ice Baby, was ist dein Sommersong 2021? The Wellerman? Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World? Summer in the City, Joe Cocker? Following the Sun? Cover Me in Sunshine, würde ich am ehesten sagen, Summer in the City. Jetzt hast du mit sagen, welcher Schlager passt am besten zu dir? Was ist das für eine Frage? Was impliziert die, dass ich Schlager mag oder was? Über den Wolken, Regenbogenfarben, Marmorstein und Eisenbricht, Lieb Vaterland oder Jürgens um Himmels Willen. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ich glaube, dann nehme ich hier Reinhard May, weil das ist streng genommen kein Schlager, sondern Singer-Songwriter. Und da kann ich mich am ehesten noch identifizieren mit, wenn auch nicht wirklich. Keine Party ohne Musik. Mit welchem Song bringst du dich in Stimmung? Jesus. Can't Hold Us, Macklemore and Ryan Lewis, Glow, Madcon, Take the Power Back, Rage Against the Machine, Thunderstruck, Shake It Off. Ich denke Thunderstruck. Was ist der schönste Song für den Urlaub? Herst as Net von Hubert von Geusern, Better Together, Jack Johnson, Sun is Shining, Bob Marley, Monotonie, Ideal, Vacation, Dirty Heads. Für den Urlaub. Ich weiß nicht, wie, ich mag ja Ideal, aber ich weiß nicht, wie Monotonie da passen soll. Ich denke, Bob Marley passt am ehesten vielleicht. Es wird philosophisch, was ist dein Lebensmotto? Don't Stop Believing, das Lied haben wir jetzt zum zweiten Mal. Hoch, Tim Bensko, Eat the Rich, Aerosmith, Run Boy Run, Freedom. Ich sag mal Eat the Rich. Wir schweigen wie ein Grab. Welchen Song hörst du nur heimlich? Nur noch kurz die Welt retten. Shake It Off. It Must Have Been Love. Roxette. Macarena, Los del Rio. Everybody, Backstreet Boys. Ich weiß nicht, wenn ich einen von den Songs hören würde, hätte ich nicht das zwingende Bedürfnis, das heimlich machen zu müssen, aber also den kenne ich noch nicht mal, den hier. Schon mal gehört,
wäre das von, wie heißen die noch? Ja, Madness, dann würde ich sagen, okay. Aber ist von Roxette und ist nicht so meins. Macarena geht auch nicht wirklich, also das ist nichts, wo man sich hinsetzt und das aktiv hört, weil das hat man im Zuge seiner kurzen Berühmtheit viel zu oft gehört. Warum soll ich die Backstreet Boys hören? Das macht alles keinen Sinn, ganz ehrlich. Ich tendiere zwischen Taylor Swift und den Backstreet Boys. Da kann ich mir am ehesten vorstellen, dass unter bestimmten Situationen ich da Lust drauf hätte. Ich nehme mal die Backstreet Boys, das ist mehr Oldschool. Okay, was ist dein absolutes Lieblingslied? Das ist nicht dabei, das sage ich dir so. Giorgio by Moroder, Daft Punk? Da muss ich mal eben kurz reinhören. Kleinen Moment. Geht's weiter? Ja, okay, also von den Liedern hier würde ich sagen, am ehesten Heroes, obwohl auch nicht wirklich. Okay. Wenn der Klimawandel Hot in Here von Nelly wäre. Oh, Hot in Here. Okay. Was wäre dein Song für die Mobilitätswende? Keep on Moving, mein Fahrrad. Das kenne ich zumindest. Bicycle Race, auch nicht schlecht. Get on the Bus, ich würde sagen Bicycle Race. Oh wow, 56% die Linke, 22% Union, keine Ahnung, wie es dazu kommt. Wahrscheinlich wegen Reinhard May kann eigentlich auch nicht sein. 11% die Grünen, das ist schon sehr anders und ich muss sagen, das ist latent. Latent verantwortungslos, was die hier machen. Man gibt hier seinen Musikgeschmack an, hat überhaupt keinen Überblick über irgendwelche Positionen im Wahlprogramm und hier wird dann mehr oder weniger etwas, was wie eine Wahlempfehlung aussieht, ausgesprochen. Also, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin jetzt, ich glaube, ideologisch liegt die Linke nicht so weit von mir weg, aber 0% SPD ist schon herb. Und 11%, also FDP und Grüne gleich auf. Das ist schon sehr merkwürdig. Ich frage mich echt, wo die 22% Union herkommen. Aber okay, das war wieder so eine Art Test. Ich habe ihn für euch gemacht, damit ihr nicht müsst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und like das Video, schreibt vielleicht bitte mal einen Kommentar. Ich weiß nicht, wenn ihr hier am Ende des Videos angekommen seid, könnt ihr auch einen Kommentar schreiben, finde ich. Okay. Ja, bis denn und auf Wiedersehen. Und like das Video. Und Schluss.